Gleich in der Auswahl, so. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ob wir gleich abgefangen werden, wenn wir springen. Oder ob wir gleich im System wieder abgefangen werden. Oder ob wir einfach kaputt gehen. Und vor allem, was mit unserem Modul hier passiert, mit unserem Guardian-Modul. Hüpfen wir mal rein. Okay, hier sind auf jeden Fall einige Commander unterwegs. Unser Guardian-Ding geht kaputt, oder? Tatsache. Es wird einfach... Das Guardian-Ding geht kaputt. 3... 7C. Schäden am Rumpf. Ja, ja, die Module halt, ne? Versucht uns hier jemand abzufangen? Nee. Weiß ich nicht. Wo ist unser Scanner hier? Scheinbar doch nicht. Also diese Energiewelle ist noch nicht komplett weg, so wie das aussieht. Ich würde gerne Stationssiedlung interessante Punkte dazu nehmen. So. Genau. Riesiges Trümmerfeld. Das klingt. Das war der Planet. Großes Trümmerfeld, großes Trümmerfeld. Große Trümmerfelder gibt es überall. Heart of Taurus. Aha, die leben noch. Kleines Trümmerfeld. Shit. Okay. Ich würde mal... Ich drossel mal kurz. So. Dann sind wir hier ein bisschen rausgeflogen einfach. Die Systeme spinnen halt voll rum. Ich will hier einfach mal kurz existieren, ohne dass was stört. Und in die Karte reingucken. So. Die beiden, die beiden Planeten existieren noch. Okay. Das riesige Trümmerfeld, nee, das wird dann die Pride Sentinel sein, ne? Nee, da. Nee, die existiert noch. Autorisierung erforderlich. Autorisierung erforderlich. Wir hatten ja einige Planeten mit Taroider Aktivität. Hier ist nur ein menschlicher. Ach, das war Ash. Genau, das war Fort Ash. Das ist alt, okay. Heart of Taurus. Ja, schauen wir uns mal die Pride Sentinel an, würde ich sagen. Falls die. Haben wir die jetzt hier drin? Ja, doch, ist noch drin. Also, das ist zumindest nicht das riesige Trümmerfeld. Klingt trotzdem mal hin.
Es gibt zumindest einiges zum Erforschen. Unser Guardian-Ding ist inzwischen, ja, ist Schrott. Guardian-Sachen gehen hier ziemlich schnell kaputt. Doof für alle, die Guardian-Waffen haben. Also ich weiß nicht, ob die auch betroffen sind, aber ich würde es mal vermuten. Können wir es auch wieder ausschalten. Also ist eh inaktiv, ja. Okay. Immerhin wurden wir nicht direkt abgefangen. Beim Flug ins System. Was haben wir hier für einen Commander rumschwirren? Den Yuma Lavender. Schauen wir mal, ob er friedlich bleibt. Da ist das große Trümmerfeld. Oder ein großes Trümmerfeld. Aber es gab ja noch ein riesiges. Aber was sind das für Trümmerfelder? Sind das einfach nur... Waren das Kampfgebiete? Wenn das nicht die Megaschiffe sind? Was ist das dann? Bisschen langsamer. Okay. Also der Planet mit der Waffe ist noch intakt. Und die Bright Sentinel ist immer noch im Weltraum, oder? Oh. Nein, ist sie nicht. Da ist die Waffe. Da ist die Waffe. Kann ich die anfliegen? Die kann man auch anfliegen. Moment mal. Na, wo ist denn mein Oberflächenscanner? Ah, noch nicht in Reichweite. Ah ne, die Bright Sentinel ist noch in... Okay. Ja, warte, ich bin zu nah. Aber egal, wir fliegen jetzt mal zu Bright Sentinel erst. Gefährliche Umgebung, ja. Scanner. Ist da hinten eine Struktur vom Boden auf dem Planeten? Kann in einem Anarchiesystem etwas illegal sein eigentlich? Also die Militärpläne hier zum Beispiel.
würde das Schiff hier nicht gerne scannen. Chemische Manipulatoren wären gar nicht so schlecht. Datenlinkscanner. Außer Reichweite. Die sieht ziemlich futsch aus, das Schiffchen hier. Oh. Ich wollte nicht so nah ran. Ah, jetzt kann ich. Okay. Nee, kann ich nicht. Ich kann die nicht scannen. Schade. Kontakt. Schiffsablink. Ah, das hier kann ich scannen. Wenn ich es finde. In der Richtung. Oh nein. Was kommt da? Scouts? Scouts, fuck. Okay. Wir machen zwar so einen Staubi. Ah, es raus zu schlecht. Ui. Scouts sind ganz schlecht. Oh nein. Ein Interceptor auch noch. Okay, das war eine kurze Forschungsreise. Mies. Ah, so kommen wir nicht weiter. Boah. Na. Irgendwie weg, ja? Wohin denn ausrichten? Ah, okay. Ich weiß. Schaden registriert. Okay, machen wir mal Stopp. Die Kontamination. Da. Vielleicht hätten wir uns verstecken können. So, was ist denn alles kaputt? Schildgenerator, ja, alles über 80%, ist okay. Das ist ein bisschen doof hier. Machen wir Reparatur, ups. Na. Sind die Sensoren? Ne, die Sensoren sind okay, weil es alles so flackert. Das ist ein bisschen lästig. Düsen könnten wir auch reparieren. Machen wir nochmal so Reparatur. Alles nicht so toll. Oh Mann. Frameshift Anomalie entdeckt. Okay, ja. Ich kann. Ich kann gerade nicht. Kann ich Reparatur abbrechen? Jetzt. Ich muss hier weg. Okay, sobald man raustraubt, kommen die. Egal wo du bist. Und es kommen gleich Scouts mit, das ist unangenehm.
Eins, zwei, drei. Okay. Hat nicht ge- Oh nein! Es hat nicht geklappt. Oh nein! Ich hab zu lange gewartet, glaube ich. Das ist nicht gut. Das halten wir diesmal nicht aus. Dieses permanente Geflacker nervt halt. Ja. Weg hier. Oh, wir kommen sogar noch weg. Wieso sind die... Die Lebenserhaltung jetzt die ganze Zeit aus? Ich könnte eigentlich wieder angehen. Wie unnötig, dass sie aus ist. So. Das macht es doch ein bisschen angenehmer. Okay, riesiges Trümmerfeld. Hier sind wir nicht so zufrieden. Großes Trümmerfeld. Wie kriege ich denn Erlaubnis für diesen Planeten hier? Weil das ist ja das, wo die Waffe ist. Man kann da anscheinend hinfliegen. Zumindest ist da jemand hingeflogen. Ich weiß nur nicht, ob es ein... Da ist es. Ob es ein Spieler oder ein NPC war. Wir könnten mal die Oberfläche scannen. Das können wir auf jeden Fall machen. Okay. Ist nicht so groß, das Teil. So, wirkt. So, was haben wir hier? Ein Guardian-Signal. Schwerwiegende Anomalie. Ja. Kann ich das anfliegen? Oder darf ich das nicht anfliegen? Ich glaube, je näher man dieser Sache kommt, desto... desto schlimmer ist es. Hey, Andreas! Wir versuchen gerade, das kaputte System zu erforschen. Geht also nicht, aber ich kann es sehen. Warum kann ich nicht? Warum kann ich die Anomalie sehen und sie nicht anfliegen? Das finde ich doof. Vor allem ist hier niemand mehr, der das sperren könnte. Ich probiere das. Vielleicht ist der Bereich ja frei. Ups, eventuell bin ich ein bisschen zu weit weggeflogen gerade. Wir probieren das jetzt. Huch, nicht so schnell, Mensch, Schiff. Der Winkel passt nicht. Es sind schon Leute hingesprungen, also ich sehe da ständig Sogwolken hin. Aber die knallen wahrscheinlich nur gegen die Sperre und kommen nicht rein. So wie ich gleich. Da ist noch eine schwerwiegende Anomalie. Ach nee, das ist die, die wir ausgewählt haben. Sorry, mein Fehler. Sieht sehr schwerwiegend aus.
Gucken wir mal, wie verboten das hier wirklich ist. Und ob uns die Taruiden gleich wieder kaputt machen. Okay, ja, wir dürfen nicht hin. Alles klar. Wir haben vielleicht ein bisschen Zeit, um uns zu reparieren. Bevor die Taruiden eintrudeln. Ach, ich hatte den ganze Zeit aus. Ein Wunder, dass es so wackelt alles. Nee, Licht aus. Das hier wollte ich machen. Freie Kamera, so. Ich will das nur kurz dokumentieren hier. Ich hoffe, die Taruiden lassen mich. Okay, ja, ist weg. Tschüss. Oh. Boah. Das sind wir gerade davon gehüpft. Okay, man kann hier nichts erforschen, ohne dass sie kommen. Unknown Structure. Unknown Structure. Großes Trümmerfeld, riesiges Trümmerfeld. Wir könnten versuchen, das riesige Trümmerfeld noch anzugucken. Was auch immer das ist ja da drüben. Das Blöde ist halt echt, dass wir nichts tun können, solange die Taruiden jedes Mal angetanzt kommen. Wir bräuchten eine Eskorte. Aber niemanden mit Guardian-Waffen, weil ich glaube, die gehen kaputt hier. So wie unser armer Frameshift-Antrieb. Ja. Aber Andreas, hey, schön, dass du da bist. Zu deiner Frage, du siehst ja, was wir machen. Wir versuchen Dinge rauszufinden, die andere schon vor 3 Tagen rausgefunden haben. Oh, hat's geklappt? Nee. Ja, gefährliche Umgebung. Können wir nochmal reparieren. Bis unser Ding aufgeladen ist. Wo ist unser Reparaturding? Gefährliche Umgebung heißt, glaube ich, hier droppen immer Taruiden-Schiffe. Sobald du aus dem Supercruise raus bist, kommen die. Das Geflimmer geht mir aber echt auf den Geist gerade. Ja.
Ich weiß nicht, ob die Interceptor einen auch gleich angreifen. So, springen wir hier mal hin. Alles klar. Oder ob die einen vielleicht in Ruhe lassen oder nur scannen. Also wie freundlich die sind oder feindlich. Das kann ich schlecht einschätzen. Hallo Bobby Bob. Kannst du mal ausprobieren? Ja, ich weiß nicht. Böser Fehler. Nee. Alles für die Wissenschaft. Hier ist gar nichts. Hier war irgendwas, ich weiß aber nicht was. Azimus Biotech. War das eins von diesen Extraschiffen, die geholt haben? Sieht nämlich ein bisschen so aus. Wir könnten uns nochmal reparieren vielleicht. Wenn die eh hier rumstrahlen. So. Kam jetzt hier auch gefährliche Umgebung? Ich glaube nicht, oder? Nee, hier sind wir, glaube ich, sicher. Nein, sind wir nicht. Das war... Oh, das ist gleich feindlich. Oh, es sind Spouts, okay. Die Nachricht nicht gelesen? Du meinst die Warnung? Meinst du das? Nee, wieso? Ich schaue nie in die Nachrichten. Da ist doch nie was Sinnvolles zu sehen. Okay, Trümmerfelder sind auch nicht sicher. Bright Sentinel ist nicht sicher. Die da sind irgendwie noch aktiv. Die Schiffchen, wobei die kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn die so schraffiert sind, was bedeutet das? Und was bedeutet das, wenn die nicht schraffiert sind? Kleines Trümmerfeld. Gibt's auch ein paar. Heart of Taurus. Ja, wir können halt nicht viel machen, ne? Wenn die mal antanzen. Scratchy. Hä? Schraffiert ist kaputt. Okay, aber dann müssen die anderen ja nochmal normal sein. Die hier, was ich gerade ausgewählt habe. Weil die sind nicht schraffiert. Hier. Unschraffiert, sozusagen. Das ist kein Megaschiff. Ach so. Das könnte also trotzdem kaputt sein. Kaputt heißt, war mal andockbar. Also schraffiert heißt, war mal andockbar und ist kaputt. Okay. Scratchy, hast du... Du scheinst Frust zu haben, oder? Kann das sein? Frust abgestellt. Vielleicht erstmal Hallo sagen, wäre gut gewesen.
Wäre eine gute Idee gewesen. Hey PC 3. Die Anzeige flackert so, weil wir in HIP 22460 sind. Und da ist das normal. Das hat einen kulturellen Hintergrund. Wie unhöflich von dir. Hallo, du kommst rein und schreist Scheiße? Und du nennst uns unhöflich? Alles gut. Komm mal runter. Frust ja übertrieben, du freust dich auf das Wochenende. Das ist doch schön. Kommt da noch ein Aber? Also PC3, um das nochmal ernsthaft zu beantworten. Hier wurde ja die Megawaffe gezündet. Und die hat die Taroiden. Ich weiß gar nicht, soll ich das spoilern? Also, das wäre jetzt ein Spoiler. Wobei der ganze Stream jetzt ein Spoiler ist. Es liegt auf jeden Fall an der Megawaffe, die Salvation hier gezündet hat. Deswegen spinnen unsere Systeme ein bisschen rum. Bei mir passt alles, danke. Wie spoilerhaft jetzt eine Story? Ja, tatsächlich. Man kann sie zwar nicht aktiv. Ja. Ja, doch. Man kann aktiv teilnehmen, aber du bist halt immer noch ein kleines Rad. Im Ganzen. Und es gibt eine Story gerade, ja. Oder das Finale der Story erleben wir hier gerade. So. Gefährliche Umgebung. Aha. Wer hätte das gedacht? Kann ich scannen? Forschung Datenlink. Gibt's hier einen Uplink? Irgendwas? Bevor die wieder antanzen. Jede Menge Zeugs, aber keinen. Okay, das Ding ist ziemlich im Eimer hier. Könnten uns noch mal reparieren. Wenn wir schon da sind. Also uns nicht. Nein. Geht doch mal nichts an. Das hier ist, glaube ich, nicht mehr zu reparieren. Das ist kaputt. Verschlüsselte was? Verschlüsselte Korrespondenz. Kann ich mitnehmen. Wieso explodieren auf meinem Schiff immer Dinge, wenn die Drohne dranhängt und versucht, was zu reparieren? Kann mir das mal jemand erklären? Nehmen wir die mal mit. Oh. Und wir müssen weg. Ich geh mal. Die schönen Mats, wo du bist. Wie gern würde ich die sammeln. Leider kommen die Goldsmann. Nerv rein. Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Die kommen auch sehr aktiv. Kann die Story nicht beeinflussen. Nee, ja, es ist halt so. Genau. Wie Andreas sagt. Du bist halt ein kleines Rädchen im Ganzen. Und wenn viele kleine Rädchen irgendwas machen, dann hat es einen Impact, aber du selber jetzt merkst du nicht viel.
Außer du machst ganz, ganz lange, ganz viel, wo sonst keiner was macht. Das riesige Trümmerfeld, das haben wir uns auch schon angeschaut. Ich weiß gar nicht, warum das noch markiert ist. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Geh auch nochmal in die Systemkarte rein. Warum haben wir da einen Marker? Was ist das riesige Dingsbums? Oh, schau mal, der hat eine Atmosphäre, der Planet hier. 7 biologische Signale. Waren wir? Ach, da waren wir schon mal drauf, ne? Da haben wir schon rumgegammelt. Wir haben die beiden hier. Die sind aber nicht trümmerfeldig. Oder ist das Trümmerfeld markiert, weil das in der Nähe von dem hier ist? Das könnte es sein. Das war da, glaube ich, ganz nah. Hier ist Fort Ash. Und hier waren noch Taruinen-Signale. Da uns die Taruinen im Weltraum nichts machen lassen und wir die Planeten hier nicht ansteuern dürfen, schauen wir uns einfach mal das hier an. Sammeln unter Zeitdruck. Ja, wir hätten Sammeldrohnen mitnehmen sollen. Aber bis die wieder zurückkommen. Na gut, du kannst wahrscheinlich einmal 4 starten. Die kommen dann einmal zurück und dann musst du schon wieder abhauen. So würde es vielleicht gehen. Aber ich glaube, da kannst du woanders angenehmer sammeln. Da war ich schon, Bobby Bob. Das sieht man, also man sieht, dass da was ist, aber man sieht leider nicht, also man kann da leider nicht hinfliegen. Der Planet existiert aber noch. Wir können da aber nochmal hinfliegen. Für dich. Für dich können wir da nochmal hinfliegen. Schauen wir uns das nochmal an. Vielleicht haben wir was übersehen. Aber da kann man halt nicht landen, das ist das Traurige. Sekunden hat man Zeit. Ach so. Aber es reicht. Ja, für ein paar Sammeldrohnen könnte es schon reichen. Wenn du nah genug dran bist. Ich habe Odyssey nur lange nicht mehr gespielt. Nur kurz, das mit den Planeten, das. Wie das bewegt und so. Achso. Es gibt ein Intro für das Ding. Das meinst du wahrscheinlich gerade, Andreas, oder? Für das Event? Ja, kannst du mal posten, wenn du möchtest. Wir haben es zwar am Anfang gesehen vom Stream. Aber die alle, die jetzt später dazugekommen sind. Also quasi alle haben es halt nicht gesehen. Deswegen, wenn ihr euch spoilern wollt und selber nicht ins Spiel einsteigt, ich weiß nicht, ob man das Intro immer kriegt oder nur, wenn man nach HIP 22460 liegt, das weiß ich nicht. Aber da könnt ihr ein bisschen Story-Video gucken. Kommt immer. Achso, du hast es auch. Okay. So, hier gibt es Taruiden-Dinger. Hier ist auch ein anderes Commanderchen unterwegs. Auch beschädigt. Zwei anderes Commander-Dings. Der ist gesucht, na wunderbar. Sind denn die Dinger? Wird das angezeigt? Hier ist das riesige Trümmerfeld. Ach so.
Aber das will ich ja eigentlich nicht anfliegen. Ich will ja die Taruiden-Sachen anfliegen auf dem Planeten. Haben wir den noch nicht gescannt? Ich hätte eigentlich gedacht, doch. Oh, den haben wir noch gar nicht. Wie ist das denn da? Hä? Oh. Ah, hallo. Guten Tag, der Herr. Da möchte uns jemand begrüßen. Das heißt, wir starten unsere Forschungsreise gleich nochmal. Tja. Warnung, gefährliche Umgebung. Na, du bist ja mutig. Ist das einer von euch? Okay, kannst du vergessen, ne? Ich gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Der Captain Zappelwurst hat uns gerade abgeschossen. Oh nein, und wir haben unsere verschlüsselte Korrespondenz verloren. Das ist ja schrecklich. Alles klar, Andreas. So. Jo, das machen wir aber nicht öfter. Tut mir leid, dann gehe ich kurz ins Singleplayer, wenn das nicht anders geht. Ich will mir nämlich den Planeten jetzt anschauen. Uff, der Trailer. Was meinst du? Warum Uff? Oh, jetzt habe ich die Drohnen vergessen. Mist. Oder haben wir die wieder? Naja, okay. Müssen wir gleich nochmal kaufen. Pilot ist aber noch da, oder? Ja, ist wieder da. Okay, Andreas. Danke fürs Zuschauen. Bis später. Vielleicht. Falls ich noch da bin. Und wenn nicht, bis zum nächsten Mal. So. Ah, schön. Wir kriegen wieder das gleiche Landebett. Ha, das ist angenehm. Ich glaube ja nicht, dass auf den Uplinks von den Schiffen, die hier jetzt die so rumsegeln und kaputt sind, dass man da wirklich was finden kann, weil bei denen sind ja die Systeme auch komplett ausgefallen. Da konnte ja nichts mehr aufgenommen werden, oder? So. Dann nehmen wir mal kurz. Ach ja, Drohnen wollte ich mitnehmen. Aber ich baue mal schnell das Guardian-Ding aus, weil das immer kaputt geht. Und dann bauen wir vielleicht irgendwas Sinnvolles dafür ein. Vielleicht flackert das ja auch nicht mehr so schlimm dann.
Wenn wir das nicht dabei haben. So, wo ist es? Da. Einmal einlagern. Und dann Modulverstärkung. Nee. Schildzellenbänke bringt uns, glaube ich, auch nicht wirklich weiter. Schildgeneratoren. Gibt es hier keine guten, haben wir festgestellt. Gibt nicht wirklich was Sinnvolles, ne? Könnten höchstens Fracht mitnehmen, um mehr Drohnen mitzunehmen. Falls es hier Frachtmodule gibt, ja. Naja, keine besonders tollen. Zwei. Lohnt sich nicht. AFW. Brauchen wir jetzt auch nicht, so lange sind wir immer nicht unterwegs. Ja, dann lassen wir es so. Ist halt leer dann. Passt schon. Dann geht es wenigstens nicht immer kaputt und wir können mal testen, ob das Flackern dann aufhört. Oder schwächer ist. Oh, falsche Karte. Oh. Dahin wollten wir. Schiff freigesetzt. Antriebe aktiviert. Fahrwerk eingefahren. Da können wir jetzt auch nochmal an der Waffe vorbeifliegen. Aber erst den Planeten an. Oder erst an der... Ne, wir fliegen erst an der Waffe nochmal vorbei. Falls sie noch jemand nicht gesehen hat und sich hier angucken will. Dann machen wir das. Und dann fliegen wir nochmal zu dem Planeten, der so ein bisschen auffällig ist. Und auf dem wir auch landen dürfen. Halt mies ist. Das ist, ich glaube, das ist das erste System, wo sich die Taruinen auch. Oh, ungünstig. Tu mir nichts. Tut er mir was? Wieso habe ich keine... Ah, oh, ich habe die Drohnen vergessen. Warte mal, ich will wissen, ob sie... Er tut mir nichts, glaube ich. Er hat mir nichts... Er tut mir nichts. Okay, die tun einem immer noch nichts. Erleichternd. Dann lassen wir ihn mal springen, dann nehmen wir die Daten von der Suchwolke noch mit. Wieso habe ich die Drohne jetzt wieder vergessen? Ich wollte doch... Ja, ich weiß, warum ich sie vergessen habe. So was Doofes. Dann sind es... Synthetisieren wir eben welche. Das geht auch. So. Nehmen wir hier ein paar Daten mit.
Das können wir eigentlich gleich machen. Die Drohnen basteln. Wie ging das nochmal? Hier? War das nicht hier? Xeno, Drohnensteuerung und dann? Dann konnte ich doch hier irgendwie rüberschalten normal. Ich bin noch unter Module. Treibstoffdrohnen? War doch immer hier. Oder muss ich das jetzt hier oder hier? Mache ich es halt hier. Ich glaube, bei Drohnen geht das nicht, weil die Fracht sind. Ja. Naja, bauen wir mal. Ein paar. So, wie viel haben wir jetzt? 4. Okay, 4 müssen reichen. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Okay, es flackert jetzt nicht so stark, aber es kann natürlich trotzdem. Muss nichts heißen. Am Anfang hat es, glaube ich, vorhin auch nicht so stark geflackert. Sondern erst später dann. Ich glaube, das wird immer schlimmer. Je länger man sich in dem System aufhält. So, hier wollen wir hin. Nee, halt erst. Erst nochmal hier hin? Nee. Erst nochmal hier hin. Da fliegen wir jetzt vorbei. Für den Bobby Bob. Und dann schauen wir uns den anderen Planeten an. Wo ist die Katze ist? Die ist irgendwo hier in der Wohnung. Und die Schnecke, keine Ahnung. Die wird irgendwo im Wald noch sein und rumkriechen. Oder sie wurde gefressen, oder sie... Ja, weiß schon, was mit Schnecken so passiert halt. Aber wir können die eigentlich gleich mal anmachen. Weil ich sowieso Pipi muss. Nachdem wir jetzt die Waffe angeguckt haben. Dann machen wir eine kurze Pipi-Pause und dann schauen wir uns den anderen Planeten noch an. Wo es bestimmt auch nichts zu entdecken gibt.
Es wäre jetzt echt eine Überlegung, einfach nach Delphi zu fliegen, sich ein Dimebag zu holen, dann wieder herzufliegen und zu versuchen, sneaky die Sachen zu scannen. Ne, wenn du dich ja irgendwo versteckst, dass die Taruinen dann wieder abhauen. Nicht so schnell. Ich bin zu schnell. Wenn du dich da irgendwo versteckst, wartest einfach im Schleichflug, dass die Taruinen wieder sich verpinkeln. Die hauen nicht ab. Ach Mist, hast du schon versucht. Und sich an ihnen vorbeischleichen geht wahrscheinlich auch nicht, oder? Mit einem kleinen Schiff. Geht gar nichts, okay. Ja, das ist natürlich doof. So. Hier muss die Waffe sein. Da sind. Salvations Wunderwerk. Der Trottel. Es gibt neue Relikte. Gordien-Relikte oder Taruiden-Relikte? Da kannst du gucken. Würde mich jetzt interessieren, ob das die gleiche Stelle ist wie diese komische Pyramide, die wir mal entdeckt haben. Ein Hybrid? Krass. So, schauen wir uns das nochmal in aller Ruhe an hier. Okay, gesehen? Schön. Auf dem Brocken hier dürfen wir leider auch nicht landen, der ist auch gesperrt. Dann machen wir uns auf den Weg zu dem anderen Ding. Gut, dass uns die Taruinen nicht aus dem Supercruise rausziehen können. Das wäre nochmal anstrengender jetzt. Kann man die Taruiden vielleicht abschießen, dann bleiben, also dann kommen nicht noch weitere. Aber da müsste man ja echt. Weil mit Guardian-Waffen kannst du nicht mehr. Du müsstest also mit mehreren Leuten sein. Mit den normalen AX-Waffen. Wenn die dann keine Verstärkung rufen. Aber ich tippe eher darauf, dass sie dann mit Verstärkung ankommen.
Weil man soll das einfach nicht. Dann lande bloß sehr schnell auf dem Planet, sobald du aus dem Gleiten rauskommst, kommt der erste Gott. Greift er mich auch an, wenn ich auf dem Boden bin? Oder lässt er mich dann in Ruhe? 30 Sekunden, okay. Das merken wir uns mal. Willkommen zurück, Andreas. Fliege am besten in einen Graben. Okay, das schauen wir. Das merken wir uns. Aber jetzt bin ich mal kurz auf Toilette. Könnt ihr auch noch gehen vor der spannenden Sache jetzt gleich? Und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Planeten. Also im Weltraum und dann auf dem Planeten. Bis gleich.